Und damit wir nicht viel Zeit verlieren, gleich kurz rein. Eine kurze Firmenvorstellung sind nur 2 Seiten. Und danach eben das Thema Programmmanagement kurz allgemein betrachtet, nachdem es bei Entwicklungsprojekten ja auch um Entwicklungskosten geht, ist die Anbindung an SAP bezüglich Projektkosten bzw. Kostenstrukturen im Vergleich zu Projektstrukturen ein wichtiges Thema. Die projektübergreifende Terminplanung, eins der heikelsten, das wir uns auch am genauesten anschauen werden oder womit wir am meisten Zeit verbringen werden heute. Und am Ende noch ein Thema zur Anbindung externer Partner, weil bei vielen Entwicklungsprojekten ja doch sehr viele externe Firmen immer wieder auch dabei sind und das immer wieder Schwierigkeiten macht, die in den Planungsprozess ordentlich einzubinden. Und da gibt es von Microsoft ja mittlerweile eben Project Online oder eben die Cloud-Lösung oder Office 365, egal wie Sie es bezeichnen. In Wirklichkeit heißt es Project Online. Und dazu werden wir am Ende des Webinars auch noch ein paar Worte verlieren, weil da gab es erstens Preissenkungen und überhaupt ein paar Neuerungen, die das Thema sehr, sehr interessant machen für das Projektmanagement im Rahmen von Programmen mit externen Partnern. Ja, ganz kurz die Vorstellung der Firma. Ich denke, die meisten im Auditorium wissen, wer wir sind. Wir haben den Fokus Projekt, Programm, Portfolio und Ressourcenmanagement. Wir machen nichts anderes und das auch entsprechend auf Microsoft-Technologien, also sprich SharePoint bzw. Project Server oder auch Project Online. Wir sind Goldpartner schon seit langer Zeit, auch von SAP zertifiziert, vor allem PS-Link, das wir heute auch kurz sehen werden zur Anbindung an SAP, beziehungsweise wir tun auch was für die Theorie rund ums Projektmanagement und sind Anbieter von oder vom PMI zertifiziert, um die Vorbereitungsseminare für die PMP-Prüfung anzubieten. Inhaltlich ja, beschäftigen wir uns natürlich mit der allerersten Beratung für die Orientierungssuchenden. Wie viel Projektmanagement soll es denn sein? Was davon genau? Was wollen Sie, was wollen Sie nicht? Dann schauen wir, dass wir daraus eine für Sie passende Lösung stricken. Da können Produkte von uns vorkommen, muss aber nicht der Fall sein. Und am Ende geht es natürlich darum, Trainings zu veranstalten, damit alle Nutzer auch entsprechend zufrieden mit dieser Lösung arbeiten können. Wir sitzen in München, beziehungsweise haben unser Zelte auch in Österreich, in der Schweiz, in Spanien, in UK, USA und auch in Middle East aufgeschlagen und haben Partner in diversen Ländern, die in erster Linie uns fragen, wenn es um SAP-Anbindungen geht, beziehungsweise eben um Produkte, die wir haben, die sie dann bei ihren eigenen Kunden entsprechend einsetzen. Zweite und letzte Seite der Firmenvorstellung, ein Auszug aus unserer Kundenliste in verschiedenen Branchen, verschiedene Themen. Es geht auf jeden Fall immer um Projektmanagement mit Microsoft Project. Die meisten von denen haben auch eine SAP-Anbindung von uns oder eben das Thema Programmmanagement oder eine Anbindung an Jira oder ja, einfach nur viel Project aus der Schachtel mit viel Berichten. Je nachdem, es kann von einer einfachen Konstellation bis hin zu sehr komplexen, international ausgedehnten Projektlandschaften gehen, die wir über Jahre betreuen, bis hin zu dem Support, den wir übernehmen, der rund um die Uhr entsprechend gewährleistet wird. Gut, heute ist unser Thema Programmmanagement und dazu wollen wir uns ein paar allgemeine Sachen anschauen, nämlich nur mal ganz kurz ein bisschen was von der Definition, nämlich was verbirgt sich dahinter eigentlich? Ja, eigentlich nichts anderes, als dass ein Programm mehrere Projekte zusammenfasst, die untereinander aber abhängig sind, weil sie alle gemeinsam ein übergeordnetes Ziel verfolgen. Also ein Programm ist alles das, was ich an Projekten brauche, um ein größeres, in der Regel strategisches Ziel zu erreichen. Programme sind ja eben keine Kleinigkeit. Insofern sind Programme in der Regel der Strategie des Unternehmens entsprechend ausgerichtet. Im Gegensatz zu Einzelprojekten, die vielleicht nicht immer hundertprozentig ausgerichtet sein müssen. Aber bei Programmen ist es eine Sache, dass von Anfang an es schon sehr, sehr wichtig ist, dass die natürlich aus dem Portfolio heraus richtig gewählt werden. Tja, man könnte auch sagen, es ist ein Hauptprojekt mit vielen Unterprojekten. Das wäre die saloppe Variante, um das zu formulieren. Technisch gesehen ist es das auch. Es gibt ein Hauptprojekt ganz oben, es gibt viele Unterprojekte drunter in 1, 2, 3 oder auch mehr verschiedenen Etagen. Können wir nachher noch genauer uns anschauen. Aber im Wesentlichen geht es einfach darum, dass wir einfach Abhängigkeiten unter den Projekten haben, die einem gemeinsamen Ziel dienen, was bei normal nebeneinander laufenden Projekten nicht unbedingt der Fall ist, was bei Programmen aber umgekehrt entsprechend die Schwierigkeit macht, weil der Abstimmungsbedarf entsprechend anders ist. Und was gibt es da abzustimmen? Naja, erstmal die Schnittstellen zwischen den Projekten.
die Terminpläne natürlich, übergeordnete Kostenplanungen sind zu machen. Es gibt ja ein Programmbudget in der Regel, das entsprechend von unten ausgerechnet werden muss und dann entsprechend auch verteilt werden muss und auch während des laufenden Projektes auch entsprechend umverteilt werden muss, wenn was teurer wurde und was anderes vielleicht nicht ganz so teuer war. Dann die Koordination von Ressourcen, klar, das ist ein Thema, das uns immer begleitet. Übergeordnetes Risikomanagement wäre da noch zu nennen, vor allem bei Entwicklungsprojekten haben wir ja in der Regel eine Risikoabschätzung, ob es sich denn lohnt, eine bestimmte technische Variante umzusetzen oder wie groß das Risiko vielleicht auch ist, zu spät auf den Markt zu kommen und langsam als die Konkurrenz zu sein. Also da gibt es wesentliche Dinge, die bei einem einfachen Projekt mit der Regel nicht schlagend sind, aber bei Programmen entsprechend dann doch aufkommen und dann plötzlich die Benutzer und die Umgebung vor die Herausforderung stellen, dass man eben mehrere Projekte mit einem Thema, das man sonst einzeln behandelt hätte, behandeln muss und das einfach viel schwieriger ist. Gemeinsames Änderungsmanagement und so weiter, gibt es noch viele andere Punkte, aber das sind mal die wesentlichen, wobei wir uns heute auf das Thema gemeinsame Terminkoordination bzw. Kostenplanung stürzen und uns dazu ein paar Sachen genauer anschauen, nämlich ja, so ein Programm besteht eben aus mehreren Projekten und diese Projekte haben eben Abhängigkeiten untereinander, die hier entsprechend rein symbolhaft eingezeichnet sind. Ein Projekt kommt vor dem anderen oder ein Meilenstein aus dem einen Projekt ist dann entsprechend dafür zuständig oder abzuwarten, damit ein anderes Projekt aus dem ganzen Programm beginnen kann. Das heißt, das heißt nicht immer, dass ein ganzes Projekt fertig sein muss, damit ein nächstes kommen kann, sondern natürlich gibt es auch Verknüpfungen, die aus den Einzelteilen der Projekte heraus auf andere Projekte desselben Programms einwirken. So, Programme gibt es in der Regel auch nicht nur eins, sondern mehrere, beziehungsweise parallel dazu eben auch andere Projekte, die nichts mit Programmen zu tun haben. Aber alles zusammen gehört natürlich zu dem Projektportfolio in Ihrer Firma. Und ja, Programme sind halt einfach ein Teil, der gesondert gemanagt werden muss. Was die Strukturen betrifft, ist es zwar natürlich auch so, dass man sich in Einzelprojekten über die Projektstruktur und die Kostenstruktur Gedanken machen muss. Wenn man das ausdehnt auf Programme, wird es umso interessanter, weil die Projekte dieser Programme natürlich dann gleich strukturiert sein müssen oder so strukturiert sein müssen, dass sie auch zum Programm zusammengefasst werden können. Im Einzelprojekt kann man sich vielleicht einzeln mit dem Controlling ausmachen, wie die Struktur sein muss, damit die Kosten auch transferiert werden können in ein Programm. Im Prinzip natürlich genauso, nur es müssen sich dann halt viele an dieselbe Struktur halten und das macht es natürlich ungleich schwieriger von der Abstimmung her schon mal. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Projektstruktur und auf der anderen Seite eine Kostenstruktur. Und in der Projektstruktur ja, gibt es eben, sagen wir mal, verschiedene Projekte in einer Ebene 1 und darunter an manchen Projekten in einer Ebene 2 entsprechend eben noch Subprojekte, die vielleicht intern gemacht werden und andere davon aber auch extern gemacht werden. Das ist ein Punkt, der eben entsprechend immer häufiger vorkommt, dass wir gefragt werden, wie man externe Partner eben entsprechend mit einbinden kann. Und das geht ja seit Project Online viel leichter als früher, aber dazu kommen wir später. Gut, und auf der anderen Seite haben wir eine Kostenstruktur und die Kostenstruktur geht in der Regel quer übers Programm und orientiert sich vielleicht an Komponenten. Also das soll jetzt einfach mal nur eine beispielhafte Darstellung sein, dass wir eben eine Kostenstruktur haben, die nicht zwangsläufig der Projektstruktur entspricht. Und wie gesagt, im Einzelprojekt wäre es ja noch einfacher, aber in einer Multiprojektumgebung im Rahmen eines Programmes geht es dann wirklich darum, dass diese Komponente A ja vielleicht in hier verschiedenen Subprojekten eine Rolle spielt und dementsprechend möchte ich am Ende Kosten wissen, die für diese Komponente A entsprechend angefallen sind, von der Entwicklung, von der Produktionsvorbereitung, halt alle Kosten bis zum Ende des Entwicklungsprojektes, was bei mancher unserer Kunden zum Beispiel auch die Erstliefermenge, die auf Lager sein muss, betrifft. Andere Kunden hören da viel früher auf, das ist aber immer wieder eine gern genommene Variante der Diskussion, die abendfüllend sein kann, wann endet das Entwicklungsprojekt. Wenn der Entwicklungsingenieur fertig ist, kann sein, oder eben im extremsten Fall, wenn die Erstliefermenge am Lager liegt, beziehungsweise andere Firmen betreiben es noch weiter und sagen, naja, das Entwicklungsprojekt bleibt offen, weil während der Produktion ergeben sich ja Verbesserungsvorschläge, die im Rahmen des alten Entwicklungsprojektes wieder neu eingearbeitet werden. Und insofern kann es durchaus auch sein, dass Entwicklungsprojekte ja über 6, 7, 8 Jahre offen bleiben, weil das entsprechend der Lebenszyklus aus der Produktion dieses entwickelten Produktes eben ist. Wenn Sie an Ihr Auto denken, kriegen Sie auch immer noch Ersatzteile, obwohl Sie es vor 15 Jahren gekauft haben. Vielleicht nicht bei allen Herstellern, aber bei vielen. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das Produktentwicklungsprogramm des Wagens, den Sie gekauft haben, immer noch offen oder ist es dann ein Wartungsprogramm oder was ist es eigentlich? Okay,
ist eine wesentliche Diskussion, die man führen muss. Auf jeden Fall ist es natürlich dabei auch entscheidend, welche Kosten man mit reinnimmt, weil je länger das Projekt dauert, desto unterschiedlicher sind natürlich auch die Kosten, die man berücksichtigen muss. Aber die detaillierte Diskussion wollen wir an dieser Stelle jetzt nicht weiter verfolgen. Es geht einfach nur darum, dass man hier die Möglichkeit hat, das zu tun. Und wir werden es auch nachher sehen, wie man eine Struktur direkt nach SAP rüberbringt. Okay, also wir haben jetzt drei Dinge, eine Projektstruktur für interne und externe Sachen und eine Kostenstruktur parallel dazu, muss man auf jeden Fall entsprechend berücksichtigen. Und was die Steuerung betrifft letztendlich, ein Einzelprojekt lässt sich so steuern, wie Sie es schon lange kennen. Man hat einen Auftrag, es gibt Änderungen dazu, es gibt Status-Meetings, es gibt Projektarbeit mit Störungen, hoffentlich auch Lieferungen aus dem Projekt und natürlich die Rückmeldung in Form von Berichten und Zustandsmeldungen, die vorne wieder einfließen, um das Projekt auch wirklich steuern zu können. Okay, soweit die Einzelprojektsteuerung. Bei einem Programm sieht es ein bisschen anders aus. Beim Programm haben wir ja nicht nur einzelne Projektleiter, sondern wir haben eben auch einen Programmleiter oder vielleicht auch ein Programmbüro, das den Programmleiter dabei unterstützt, die Datenmenge alleine schon mal zu bewältigen und dementsprechend auch die Datenqualität sicherzustellen, alleine mal von den Berichten, die da kommen. Das heißt, Programmmanagement ohne ein Programmbüro ist in der Regel schwer vorstellbar. Es kann sein, dass ein etabliertes Project Management Office, also ein PMO, die Arbeiten des Programmmanagement Offices mitmacht, ist bei den Firmen unterschiedlich. Manchmal ist es eben so, dass das PMO die Programme einfach mitmacht und bei anderen Programmen, die entsprechend groß sind, gibt es halt ein extra Programmbüro, das sozusagen eine Unterabteilung des PMOs ist. Hängt von ihrer Größe und von den Anforderungen ab, aber wichtig ist, dass wir eben den großen Unterschied haben von der Verwaltung her, dass wir nicht nur ein Projekt betrachten müssen, sondern viele und die, sagen wir mal, 10 Projektleiter, die in einem Programm beteiligt sind, nun mal auch ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen haben und leider Gottes in der Regel auch unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe an den Tag legen. Und dementsprechend macht es nur Sinn, die Sachen auch wirklich vorher zu prüfen, bevor sie in Portfolio-Meetings, Steuerungs-Meetings und andere größere Gremien reingetragen werden. Also, wenn Sie vorhaben, sowas zu etablieren, das ist einer der Schlüssel für den Erfolg. So, und jetzt haben wir ein paar Besonderheiten in der Produktentwicklung im Vergleich zu anderen Programmen, die wir uns vielleicht noch kurz anschauen wollen. Zum einen ist das die hohe Komplexität und die Anzahl der Projekte bzw. Vorgänge. Wir haben Kunden, die haben ja bis zu 60, 70 Projekten in einem Programm und haben dort zigtausend Vorgänge mit entsprechend 30, 40 Projektleitern oder eben Subprojektleitern. Und alleine die Komplexität, die sich daraus ergibt, dass man mit so vielen Leuten Abstimmungen treffen muss, ist eine Schwierigkeit. In anderen Programmen, die jetzt nicht auf eine Produktentwicklung abzielen, ist es vielleicht anders, weil es einfach nur ein Programm ist, weil es 5 verschiedene Themen innerhalb des Hauses betrifft. Im Rahmen der, sagen wir mal, digitalen Transformation werden bestimmte Dinge neu eingeführt aus der IT mit ein paar Fachabteilungen und so weiter. Das ist an Komplexität in der Regel bei weitem einfacher als eine Produktentwicklung, je nachdem natürlich, wie komplex das Produkt ist und wie viele Varianten es auch davon gibt. Aber die Kunden, die wir so haben, haben eben diese Varianten und die forschen auch an neuen Dingen. Und das alleine das macht es schon schwierig, weil wie plane ich denn Dinge, die ich noch nicht gemacht habe? Wie schätze ich denn die Zeit dafür? Also der Forschungsanteil macht die Planung generell schwierig, weil man nicht weiß, wann man wirklich fertig ist. Und daher immer der Rat in den Programmen, Forschungsanteile als Einzelunterprojekte oder Vorprojekte zu gestalten im Vergleich zu den tatsächlichen Entwicklungsprojekten. Also wenn Sie neue Varianten von bestehenden Produkten bauen und dabei entsprechend ein Teil neuer Technologie mit reinkommt, dann sehen wir immer wieder Planungen bei Kunden, dass diese Neuigkeiten einfach ja in den alten Plänen mit eingearbeitet sind. Also man nehme das letzte Entwicklungsprojekt, reichere es an mit neuen Ideen und mache daraus ein neues Entwicklungsprojekt. Das geht oft schief, weil man eben halt nicht weiß, wie es um den Forschungsanteil steht, je nachdem, wie neu das Neue halt ist. Und daher der dringende Rat, solche Sachen extra rauszunehmen, um die Planung damit zu vereinfachen, zumal eben auch Produktvarianten davon abhängig sind, was man alles neu macht an Basistechnologien und die darauf entsprechend aufbauen sollen, sind dementsprechend auch nicht alle Projekte von Anfang an definiert. Das heißt, man weiß gar nicht, wie viel kommt, weil das Forschungsergebnis entsprechend gar nicht feststeht. Also das ist oft so, dass man ein Programm startet mit, ich sage jetzt mal, 5, 6, 7 Unterprojekten und am Ende, wenn alles fertig ist, gibt es noch 10 dazu, weil entsprechend 10 weitere Varianten plötzlich auch gemacht werden mussten, weil man während der Entwicklung auf neue Ideen gestoßen ist. Und das macht natürlich die Planung ungleich schwieriger, als wenn ich von Hause aus ein komplettes Portfolio oder ein komplettes Programm an Projekten habe.
Dann ein weiterer Punkt sind die unterschiedlichen Arten von den Projekten. Klar, hängt davon ab, was in die Programme mit reinkommt, aber wir haben Kunden, wo die Produktionsvorbereitung natürlich mit in das Entwicklungsprojekt mit reinkommt. Das heißt, wenn ich ein neues Gerät entwickle, das dann auch produziert wird an einem vielleicht sogar neuen Standort, dann könnte es sein, dass da sogar Bauprojekte mit dabei sind, weil es die Fabrik noch gar nicht gibt, wo das gebaut werden soll. Oder es müssen bestehende Fabriken umgerüstet werden. Das heißt, sie haben dann plötzlich in einem Programm Forschungsteile, weil sie neue Technologien erfinden oder nicht, ja, sagen wir mal, ingenieren und dementsprechend daraus die eigentliche Produktentwicklung betreiben und parallel dazu aber noch die Bauprojekte haben, die für die neuen Produktionsorte ja, zu machen sind. Und ein Programmleiter davon, der braucht schon sehr breites Wissen und Erfahrung, um sowas überhaupt stemmen zu können. Unabhängig von den Tools und Methoden, da geht es dann auch um natürlich das Wissen um all diese Dinge. Dann auf der anderen Seite sind da natürlich hohe Investitionskosten dabei in der Regel. Ein Produktionsstandort mal kurz zu bauen kostet Geld, auch Forschung kostet Geld, die Entwicklung sonst kostet natürlich auch Geld. Auf jeden Fall geht es hier immer um den ROI. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man die Entwicklungskosten kennt, die natürlich aus diesen Entwicklungsprojekten abfallen, um entsprechend weiter kalkulieren zu können, wo der ROI denn liegt, wie viel Stück muss ich denn verkaufen. Und wir haben da völlig unterschiedliche Kunden. Bei manchen Kunden ist es völlig egal, ob die 50% Entwicklungsbudgets überziehen, weil das macht nämlich genau 3 Euro am Ende eines millionenfach produzierten Endproduktes aus, das aber mehrere hundert Euro kostet. Das heißt, das fällt quasi unter den Tisch. Und wir haben andere Kunden, wenn die auch nur ein bisschen was in der Entwicklung drauflegen, dann haben sie sofort ein Problem, weil der Markt so eng umkämpft ist, dass sie wirklich extrem die Kosten steuern müssen in der Entwicklung. Und ja, andere wiederum sagen, Hauptsache wir treffen den Markt, Hauptsache wir treffen die Messe, wo der Prototyp oder die erste Version vorgestellt wird, dann schauen wir uns den Markt an und danach fangen wir das Rechnen an. Also wir haben wirklich unterschiedlichste Varianten. Aber alles das muss ja in Terminplänen, Ressourcenplänen entsprechend abgebildet werden und eben zu richtigen Portfolioentscheidungen kommen. Beziehungsweise müssen wir genauso noch berücksichtigen, dass aus der Produktion Rückwirkungen kommen und die Ressourcen, die dabei beschäftigt sind, also diejenigen, die damals mal das Produkt entwickelt haben, jetzt plötzlich wieder gefragt werden. Plane ich das auch noch in meinem Projekt? Ist das dann ein Wartungsprojekt? Ist das eine Linientätigkeit? Also da ist es extrem wichtig, das zu berücksichtigen, dass diese Störungen, die in Wirklichkeit Verbesserungen sind oder sagen wir mal hoffentlich Verbesserungen, nicht, dass es Probleme gibt mit den Projekten und Produkten, dass die entsprechend genauso mit reinkommen müssen. Engpässe in den Entwicklungsteams und Testumgebungen hören wir eigentlich von allen Kunden, ganz egal in welcher Branche. Gerade Testumgebungen sind sehr, sehr teuer und wenn es da Engpässe gibt, führt das zu grandiosen Verzögerungen an manchen Stellen. Das heißt, Ressourcenmanagement nicht nur von Personen, sondern eben auch von solchen Umgebungen, das ist in der Produktentwicklung ein heißes Thema. So, 2 letzte Punkte noch. Standardisierung von Strukturen ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Sie ja viele Projekte haben, die dann immer wieder gleich ablaufen und Sie wollen natürlich Ihre Abläufe und Ihr Projektmanagement dabei von Produktversion zu Version entsprechend auch verbessern. Das heißt, eine Standardisierung von Meilensteinen und Projektstrukturen erleichtert das Leben hier extrem. Wenn Sie andere Programme haben, die nicht wiederholt sind, eben wie gesagt Neueinführung von irgendwelchen Tools im Rahmen der digitalen Transformation oder ich sage jetzt mal auch einzelne Bauprojekte oder wie auch immer, die halt wirklich einmalig sind und nicht wiederholt werden, naja, da kann die Struktur gerne wachsen, aber in der Produktentwicklung muss die ja nicht jedes Mal neu wachsen, sondern einmal ordentlich wachsen und danach noch verbessert werden, aber sie muss standardisiert über alle ihre Produktentwicklungen laufen. Ja, und das letzte Thema, Einbindung externer Partner, ist etwas, was Sie bei den internen Projekten in der Regel sonst auch nicht haben, die keine Produktentwicklung betreffen, aber eben bei Kunden in der Automobilbranche zum Beispiel oder auch bei Pharmafirmen ist es definitiv so, dass wir hier über die Kontinente hinweg zum Teil 30, 40 externe Firmen haben, die vielleicht nur manche Termine liefern müssen oder einfach ein bisschen an der Terminplanung mitschrauben oder aber komplette Teillieferungen im größeren Stile auch liefern und dann wirklich ja, große Teile des Programms ausgelagert haben. Also völlig unterschiedlich, aber immer wichtiger in den letzten Jahren. So, genug fantasiert und aus den Erfahrungen berichtet, was die allgemeinen Dinge betrifft. Jetzt schauen wir uns das mal etwas konkreter an. Wenn wir unser Programm jetzt an SAP anbinden wollen, dann müssen wir irgendwie eben über diese Struktur sprechen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Plan in Microsoft Project und auf der anderen Seite SAP. SAP natürlich stellvertretend für andere ERP-Systeme auch, aber die meisten unserer Kunden nutzen nun mal SAP. Zumindest in Europa.
Und sagen wir mal, wir haben auf der einen Seite eben unser Programm und es ist mit diversen Gliederungspunkten, ich habe es mal Summary ABC genannt, kann eine Komponente sein, kann eine Phase sein, ganz egal. Auf jeden Fall, wir gehen mal davon aus, dass wir die Struktur dieses Programms, das wir auf oberster Ebene in den Projektplan zusammengesammelt haben, nach SAP übertragen und vielleicht sogar davon nur diese Summaries, die hier mit Yes gekennzeichnet sind, sodass sie auch in SAP als PSP-Element anzulegen sind. Und ja, dann legen wir automatisch ein Projekt an. Und ein Programm in dem Sinne ist in SAP trotzdem ein Projekt. Es ist nur die Frage, wie man es halt handhabt. Die Projektstruktur in SAP ist extrem flexibel. Das heißt, man kann da wirklich sehr große Strukturen drunter hängen. Und dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass ein Programm aus in Project quasi ein Projekt mit dem Namen eines Programms in SAP ist. Und dementsprechend wir uns dafür entscheiden, dass bestimmte Strukturteile nur mit rüberkommen. Wie gesagt, wofür die Struktur steht, egal, Komponente, Phase, egal. Können sich aussuchen. Entscheidend ist, dass wir aus Project den Teil markieren, wo wir sagen, dass wir diese Struktur drüben haben wollen und das entsprechend direkt nach SAP übertragen kommen. Eine andere Variante, die wir immer wieder antreffen, ist die, dass wir von den einzelnen Projekten eines Programms die Teile, die in verschiedenen Ländern, also Niederlassungen oder ja generell, sagen wir, bleiben wir mal bei Ländern, dass die dort erbracht werden, dass entsprechend wir natürlich Währungsthemen haben, die das Controlling interessiert und dass alleine aus diesem Grund schon interessant ist, die Teile in den unterschiedlichen Ländern aufzusplitten und so entsprechend nach SAP zu überführen. Das heißt, wir können wieder dieses Programm anlegen, aber komplett aus einer anderen Struktur heraus. Wir sagen einfach, Projekt 1 und 2 ist gut, aber darunter wollen wir auch noch was haben, nämlich die Anteile der verschiedenen Länder, weil, wie gesagt, die Kostenverrechnung stattfinden muss und da natürlich auch verschiedene Währungen und Umrechnungsfaktoren mit reinspielen. Kann noch alles mögliche andere sein. Sie können komplette Projekte reinhängen, egal wie Sie es wollen. Was wir Ihnen hiermit sagen wollen, ist, dass es tatsächlich bei jedem Kunden ein bisschen anders ist, dass wir bis jetzt aber noch keine Anforderung nicht erfüllen konnten. Sprich, egal wie es bei Ihnen strukturiert ist, die Chance, dass sich das umsetzen lässt mit Microsoft Project und SAP beziehungsweise mit PS-Link in der Mitte, die ist bis jetzt 100% gewesen. Dann haben wir noch einen letzten Punkt dazu, nämlich die Übertragung der Planung von Arbeit und Kosten aus PPM zu SAP. Das heißt, wir haben unsere Strukturen in SAP so, dass das Controlling und ja damit arbeiten kann, dass die Kosten entsprechend so verplant werden können, wie es fürs Controlling entsprechend wichtig ist. Und dementsprechend müssen wir auf diese Struktur jetzt Arbeit verbuchen, beziehungsweise diese Arbeit in Kosten natürlich ummünzen. Das heißt, wir haben jetzt pro Monat entsprechende Strukturen von den Ressourcen. Das heißt, ich habe Jim und Karina an dieser Stelle, die an irgendwelchen Vorgängen arbeiten, die natürlich in einer Kostenstelle, sprich Cost-Center in SAP, registriert sind und einen Activity-Type haben, also sprich eine Tätigkeitsart haben müssen, damit man in SAP was buchen kann. Das heißt, das sind Ressourceneigenschaften, die wir im Project Server hinterlegen können und dementsprechend können diese Ressourcen dann verwendet werden, um ihre Arbeit nach SAP zu bringen und in SAP entstehen in der Regel dann die Kosten auch daraus. Klar, die Kosten können Sie auf beiden Seiten tracken, haben auch die meisten unserer Kunden. Das heißt, wir transferieren die Kostensätze aus SAP vorher in den Ressourcenpool vom Project, damit dort die richtigen Kostensätze vorliegen. Und insofern haben wir dann in beiden Systemen die gleichen Kosten. Das heißt, ja, wir übertragen diese Kosten einfach nach SAP als Activity-Input oder Leistungsaufnahme, wo von der Senderkostenstelle des Projektes an die Empfängerkostenstelle gesendet wird, beziehungsweise umgekehrt. Die Empfängerkostenstelle ist natürlich das Projekt und die Senderkostenstelle ist die Ressource. Das heißt, ja, beide Sachen müssen letztendlich drinnen sein und dann können wir hier periodenweise, was in der Regel Monate sind, die Stunden eintragen und entsprechend die Kosten ausrechnen. Muss man sich nicht drum kümmern, wir werden es nachher gleich sehen. Wir drücken auf zwei Knöpfe, schauen in SAP nach und es ist drüben. Also das heißt, der Projektleiter hat damit eigentlich nichts zu tun, vorausgesetzt, es ist alles abgestimmt vorher. Letzter Punkt dazu ist, dass wir natürlich auch ja, Kosten haben, die arbeitsunabhängig sind, also hier zum Beispiel Lizenzkosten oder eben externe Zukäufe, die natürlich als Primary Input genauso nach SAP rüberkommen. Das heißt, wir haben hier ein PSP-Element, auf das wir buchen, haben ein Kostenelement, das man natürlich wissen muss, wo es hin soll. Das heißt, dieses Kostenelement muss genauso im Project vorher bekannt sein, aber auch das ist einfach nur eine Eigenschaft einer Kostenressource, die man entsprechend vorher aus SAP rauszieht. Das heißt, der Projektleiter wählt einfach aus den zur Verfügung stehenden Kostenelementen aus, die er natürlich auch kennen muss. Selbsterklärend sind die in den wenigsten Fällen. Also nur weil die Übertragung automatisch geht, heißt es nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen muss. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat und das richtig ausgewählt hat, dann kostet es danach eben nur einen Knopfdruck, damit es auch tatsächlich zurück nach SAP kommt.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben im Programmmanagement für die Produktentwicklung, weil F&E-Kosten bzw. die eigentlichen Entwicklungskosten, wie wir es vorhin schon gesagt haben, für manche Firmen eine extrem sensible Stelle sind, für andere Firmen weniger. Aber ich würde sagen, für mehr als 3/4 unserer Kunden ist das Thema ein wichtiges. Das heißt, eigentlich so gut wie alle sind darauf angewiesen, die Entwicklungskosten aus ihren Entwicklungsprojekten relativ rasch nach SAP zu bekommen und das nicht nur zweimal im Jahr oder zu Planungszeiten und danach, wenn das Projekt abgeschlossen ist, sondern eben monatlich. Und das macht es auch so wertvoll, wenn das Ganze reibungsfrei funktioniert, weil der Projektleiter das einmal sauber aufsetzt in Absprache der Strukturen zwischen Controlling und Projektleitung oder eben Programmleitung und danach muss das automatisch funktionieren. Genau. Bevor wir uns das anschauen, oder doch, schauen wir uns das erst an und machen die Umfrage danach. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier raus und in meine Umgebung, wo ich ein Projekt schon offen habe. Das Projekt ist jetzt ein nicht besonders schwieriges. Wir haben hier eine Konzeptionsphase, machen etwas Entwicklung, eine Komponente A, Spezifikation, Bildtest, Komponente A finished, Komponente B, Spezifikation, Bildtest und dann ist auch die Komponente B fertig und am Ende haben wir noch eine Integration und natürlich auch einen Integrationstest und so weiter. Also eine völlig einfache Geschichte, aber für die Demo, glaube ich, ist es gut, wenn wir jetzt nicht ein Projekt aufmachen, das 500 Tasks hat, sondern es reicht eine Bildschirmseite, um das System zu verstehen und wie einfach es eben sein kann. Wir haben geplant, wir haben Ressourcen drauf, das heißt, Sie sehen hier Sabrina, Rachel, Raoul, Sam und so weiter. Diese Ressourcen haben entsprechend ein paar Zusatzinformationen, wie wir sie vorhin schon besprochen haben. Das heißt, wenn ich hier mal kurz reinschaue, Sabrina zum Beispiel hat in ihren benutzerdefinierten Feldern stehen, dass sie Consulting-Aktivitäten letztendlich machen kann, dass sie eine, ja, sie hat eine Mitarbeiternummer und sie hat auch ein Cost-Center, in dem sie arbeitet. Sie hat auch einen Arbeitstyp, nämlich Arbeit, könnte auch was anderes sein. Und sie ist im Team der Services eben aufgehängt, hier in Deutschland offensichtlich, Germany Services Team und so weiter. Also alles Informationen, die man braucht, um sich hier zurechtzufinden, beziehungsweise oder mit SAP die Daten auch entsprechend annehmen kann. Und Project ist dafür ein wunderbares Tool, weil es keine Grenze gibt für benutzerdefinierte Felder. Das heißt, Sie können alles da reinschreiben, was Sie brauchen, um mit anderen Systemen kommunizieren zu können. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schieben dieses Projekt einfach nach SAP, schauen uns an, ob es angekommen ist, schieben die Kosten hinterher und dann soll es auch gewesen sein mit diesem Kapitel. Und zwar, wie geht das? Das Projekt hat auch ein paar Informationen. Jetzt haben wir bei den Ressourcen nachgeschaut. Schauen wir mal kurz beim Projekt rein. Das Projekt hat, damit es in SAP angelegt werden kann, auch eine Information, nämlich hier muss man wissen, wer das Ganze macht. Es braucht ein SAP-Profil, es braucht einen Responsible, es kriegt einen Status entsprechend. Der steht hier schon auf Release, der könnte aber auch auf Created stehen. Das ist eine SAP-Spezialität, dass Sie BPS-Elemente freigeben müssen, bevor sie mit Kosten beplant werden können. Und das kann man natürlich vom Controlling her entsprechend zeitlich steuern, nicht dass Projektleiter schon zu früh Sachen aufschreiben, die vielleicht noch gar nicht gewünscht sind. Okay, lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Da sind also auch diverse Voraussetzungen drinnen, aber wie gesagt, die muss man nur einmal eingeben. Ja, und jetzt gehen wir einfach rein und sagen, dass wir dieses Projekt SyncPD und WBS TOSAP, das heißt die Project Definition ist es und die Projektstruktur. Diese Projektstruktur ist eben alles das, was hier in der Spalte SAP ist WBS Element ein Yes hat. Das heißt, wir nehmen hier den ersten Sammelvorgang der Konzeption mit rüber, wir nehmen das Development mit Komponente A und Komponente B mit rüber und die Integration. Also das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Vorgänge letztendlich, beziehungsweise sind keine Vorgänge, sind ja PSP-Elemente in SAP, die wir gleich finden werden. So, machen wir das einfach mal. In der Statuszeile gibt es da ein paar Zustände. Hier gibt es ein ja, ich habe das Projekt vorher natürlich ausprobiert und ich habe auch die Projektnummer rausgelöscht, aber ich habe es danach nicht veröffentlicht. Sorry. Das war beim Zurücksetzen der Demo ein Schritt zu wenig. So, wir lesen die Daten aus dem Server und ich habe die Projektnummer, die ich vorhin schon angelegt hatte, herausgelöscht, aber wie gesagt, am Server nicht veröffentlicht. Jetzt muss ich den Job nochmal starten. Er hat jetzt gerade keinen Unterschied gefunden. Das war die Meldung, die da war. Jetzt sollte er sehr wohl einen Unterschied finden, weil er nämlich jetzt ein neues Projekt anlegt. So, ja, so ist es. Es ist nicht keine SAP-Nummer eingetragen. Wir sagen, such mir doch bitte die nächste. Das ist die hier. Die kopiere ich mir auch mal raus, weil die werden wir in SAP gleich brauchen.
Und los geht's. Das heißt, das Projekt wird jetzt neu angelegt. Diese Meldungen hier zwischendurch kann man natürlich auch ausschalten, aber für die Demo vielleicht nicht schlecht. Hier finden wir die Konzeption, Development und so weiter, also alle die Teile des Projektes, die hier eingestellt waren, dass sie in SAP angelegt werden sollen. Der Job ist finished und das muss man sich nicht anschauen, aber man sieht hier im Endeffekt, dass auch die neue Nummer bereits eingetragen ist. Das heißt, es war eine bidirektionale Kommunikation, einmal rüberschicken, neue Nummern abholen und einmal auch hier in Project wieder eintragen. Jetzt schauen wir uns das in SAP an. Ich gehe hier rüber in den Project Builder, mache ein Projekt auf, nämlich das Steuerung V, das wir gerade angelegt haben. Das war die 425. Und da ist es. Das heißt, eben die Konzeption, Development Komponente A, Komponente B und Integration entsprechend in SAP drinnen. So, und ob Sie das jetzt über ein Projekt machen oder über das ganze Programm machen oder egal was es ist, hängt nur davon ab, was wir aus der Datenbank abfragen. Das heißt, wie auch immer wir die Konfiguration machen, alles, was in der Datenbank steht, können wir so paketieren, dass es entsprechend Ihrer Struktur, die in SAP erwartet wird, rauskommt. Und dann legen wir das so in SAP an. Kann natürlich nachträglich auch entsprechend erweitert werden. Also wenn jetzt weitere Teile des Programms dazukommen, also ein neues Projekt oder ein Teil des Programms oder ein Teil des Projektes, ganz egal, dann lässt sich das immer wieder erweitern. Das heißt, Sie können x-beliebige Strukturen auf beiden Seiten synchronisieren. Okay, zurück zu Project. Ein Teil fehlt noch. Wir wollen die Kosten noch nachschieben. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel mal auf diesem ersten Vorgang die Sabrina. Sabrina arbeitet hier 40 Stunden und 120 Stunden, beziehungsweise das ist pro Monat dann die Summe daraus. Oder nein, das sind keine Monate. Müsste man hier oben nochmal Monate einstellen. View, nicht Weeks, sondern nehmen wir doch Monate. Dann sehen wir es genauer. Wir haben hier 136 Stunden und 24 Stunden, beziehungsweise müssten wir jetzt für die Konzeption schauen, was das in Summe ist. Und entsprechend von allen Leuten die Arbeitssumme nehmen, weil wir eben nicht alle Vorgänge einzeln übertragen. Und die entsprechende Summe müssen wir dann in SAP finden. Also 136 Stunden, die Summe davon und nochmal 48 Stunden hinterher. Das heißt, ja, in 3 Monaten sollte man von der Konzeption dann Werte finden. Machen wir das doch einfach. Wir gehen auf Execute, sagen an dieser Stelle allerdings, dass ja, der Projektstatus released werden sollte. Können wir nochmal nachschauen, ob der schon released ist. Ich glaube, ich habe es vorher nicht zurückgesetzt. Was steht da drinnen? Der Projektstatus ist created, weil wir das Projekt ja neu angelegt haben. Ja, da würden wir jetzt nichts drauf buchen können. Also müssen wir vorher nochmal sagen, dass es eben released werden soll. Project Status Release. Das ist jetzt nicht nur die Änderung, die wir hier im Project machen. Ja, speichern wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe ja eine neue Nummer reingekriegt und die neue Nummer war noch nicht am Server gespeichert. Das gleiche Thema wie vorhin. Aber jetzt müssen wir es machen. Also raus aus dem Projekt, rein in die Demo und Status Release. Genau, Publish war nämlich in diesem Befehl ohnehin enthalten, hatte mich schon gewundert, aber jetzt passt's. So, das Ding ist released und wenn es released ist, können wir auch bebuchen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Forecast to Sub, Primary and Secondary Cost. Das heißt, wir schieben jetzt alles das rüber, was hier an Kosten aufgelaufen ist und fertig ist es. Schauen wir uns das in SAP an. Dazu brauchen wir hier CJ40. Das letzte Projekt wird schon ausgewählt. Die 25 war das. Das ist das Angenehme an dieser Oberfläche. Wir haben hier unsere Struktur und wir schauen hier oben beim ersten Kostenelement, was da drinnen ist in 2017 und schauen uns dabei die Leistungsaufnahme an. Und da haben wir hier entsprechend 160 Stunden vom Consulting, 160 Stunden von Development und entsprechende Kosten dazu, die man sich hier natürlich jetzt auch nochmal ganz genau anschauen kann. Das heißt, wir hätten jetzt hier die 136 Stunden und 24 Stunden in Januar und Februar vom Consulting. Das heißt, es waren ja hier mehrere Leute. Consulting ist die Sabrina. Und die Sabrina hat tatsächlich die 136 und 24 hier. Und wir haben die exakt selbe Information, die wir im Project haben, in SAP. Also, für Ihre Entwicklungsprojekte bedeutet das, wenn Sie die Kosten in SAP eben brauchen, dann müssen Sie das nur einmal entsprechend abstimmen und Ihre Projektleiter können in Zukunft das entsprechend mit wenigen Klicks nach SAP transferieren. Okay, kurze Umfrage. Wie sieht es mit Ihrer Verwendung für solche Dinge aus? Haben Sie denn mit Kosten normalerweise zu tun in Ihren Programmen?
Wir sehen, 41% der Teilnehmer haben Bedarf, Kosten aus SAP zu integrieren, 4% aus Microsoft ERP-Systemen, ungefähr, ja, also 27% aus einem anderen ERP-System und 16% beziehungsweise 12% haben keinen Bedarf. Genau, jetzt haben wir ein zweites Kapitel, projektübergreifende Terminplanung. Und zwar geht es bei der projektübergreifenden Verknüpfung in Programmen. Und darum geht es ja gerade, dass die Projekte im Rahmen von Programmen wirklich untereinander Abhängigkeiten haben, dass die entsprechend richtig gemacht werden müssen. Das heißt, wir haben normalerweise hier, also beispielsweise ein Projekt A und ein Projekt B, das eine Verknüpfung in der Weise braucht, dass dieser Vorgang 4 von Projekt A der Vorgänger von Vorgang 3 in dem Projekt B sein soll. Soweit der Wunsch. Jetzt ist es so, dass man das mit Bordmitteln entsprechend herstellen kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Auf der anderen Seite ist es aber im Rahmen eines Programmes so, dass hier ja nur ein Projektleiter am Agieren ist und da auch nur ein Projektleiter eben eines Teilprojektes am Agieren ist und oben drüber aber eben auch noch der Programmleiter sitzt. Und der Programmleiter, aus unserer Erfahrung, hat da gerne ein Wörtchen mitgeredet, wenn es um solche Meilensteine geht, die hier in der Regel wichtige Eckpunkte markieren. Und wenn die verschoben werden sollen, dann ist es ja auch eine Frage der Verantwortung und in der Berichtsgestaltung, wer sagt denn nun, dass sich was verschoben hat? Ist das überhaupt richtig, dass es sich verschoben hat? Ist das gut? Kann man das noch zurückhalten, weil man noch glaubt, dass sich das wieder einrenkt? Oder muss man es jetzt wirklich bis nach oben durchmelden, dass was verschoben wurde? Das ist ja sehr häufig eine politische Frage. Und daher muss man hier auf jeden Fall darauf achten, dass die Verantwortlichen auch wirklich die Gelegenheit kriegen, die Verantwortung wahrzunehmen, sprich nicht, dass Veränderungen, die auf tieferen Ebenen in ihrem Programm stattfinden, ganz automatisch bis nach oben durchdampfen und man oben entsprechend ja quasi überrascht ist, was sich denn unten getan hat und ja zuschaut, wie sich sein Programm verschiebt. Das kann es ja nicht sein. Wir wollen ja von oben auch steuernd wirken. Das heißt, ich muss mindestens mal wissen, welche Abhängigkeiten gibt es überhaupt. Und dementsprechend macht es also mehr Sinn, Vorgänge nicht direkt auf derselben Ebene zu verknüpfen, sondern entsprechend eine Ebene drüber eine kleine Schleife einzubauen. Das heißt, dieser Meilenstein, den melde ich jetzt mal nach oben. Hier heißt es auch Meilenstein 3. Also ich habe hier eine Schnittstellenliste letztendlich, die in Form von Meilenstein ausgedrückt werden kann. Und von hier melde ich den Meilenstein entsprechend dann wieder runter. Also wenn ich den verschieben möchte, sage ich nicht einfach als Projektleiter des Projektes A zu meinem Kollegen von Projekt B, wir verknüpfen uns mal und wenn sich bei mir was verschiebt, wirst du es dann schon sehen. Kann sein, dass das Sinn macht, praktisch gesehen, wird aber der Programmleiter es lieber sehen, wenn wir sagen, wir haben da eine Schnittstelle identifiziert, die Schnittstelle wollen wir genau dokumentieren, indem wir eben hier übergeordnet einen Meilenstein dafür definieren und ich melde von unten an diesen übergeordneten Meilenstein und von hier wieder zurück. So, jetzt hat man zwar den Kreislauf geändert, statt einer Direktverbindung habe ich jetzt einmal rauf und einmal runter, dass die Verantwortung entsprechend auch gewahrt bleiben können. Noch besser ist es aber natürlich, weil ja viele Programme auch top-down beginnen, dass ich von oben überhaupt erstmal die Gelegenheit habe, meinen eigenen Meilenstein da reinzubringen. Das heißt, ich mache in der Regel eine Rahmenterminplanung, bevor ich die Detailprojekte habe. Und dementsprechend will ich ja diesen Meilenstein selbst setzen, mir von unten dann natürlich anschauen, wo der denn derzeit liegen würde aus Projekt A, sozusagen als Vorgänger. Und von meiner eigenen Vorgabe allerdings steuere ich jetzt drüben entsprechend dieses Projekt B. Das heißt, wir haben keine direkte, sondern eine indirekte Verbindung und abgesehen davon ist es auch so, dass wir hier vielleicht nicht direkt Veränderungen in den Projekten vornehmen wollen, sondern wir wollen den Projektleitern zeigen, wo sie hin müssen und nicht einfach von außen ihre Projekte von der Terminplanung her beeinflussen. Das ist abgesehen davon eine Frage der Schreibrechte und auch der gleichzeitigen Nutzung ein Problem und dementsprechend ist es viel besser, wenn die Leute sich aus den anderen Quellen Informationen rausziehen und sie immer selbst Herr über ihren eigenen Plan bleiben. Wir wollten uns weiter anschauen, was mit Project Server entsprechend hier möglich ist. Das heißt, wir haben Anordnungsbeziehungen, die der Project Server eben zwischen Unterprojekten kennt. Das heißt, man muss Projekte aufmachen, die am selben Server sind und man kann auch nur entsprechende direkte Verschiebungen vornehmen, wie man sie auch sonst innerhalb der Projekte kennt. Das heißt, wir haben hier einfach ein Unterprojekt Nummer Vorgänger sozusagen und ein anderes Unterprojekt namens Nachfolger, um es mal da klarzustellen, haben hier eine entsprechende Terminkette und haben hier drüben eben projektübergreifend eine Verbindung erstellt, die dafür sorgt, dass eben in dem nachfolgenden Projekt direkt eine Auswirkung auch zu spüren ist. Das heißt, diese Verknüpfung hier von dem externen Projekt oben verschiebt man einen Meilenstein entsprechend in dem abhängigen Projekt.
Es gibt Terminketten, wo das absolut Sinn macht, im Rahmen des Programmmanagements. Wie wir vorhin schon gesehen haben, ist es aber eigentlich besser, wenn man sagt, wo man hin möchte und dann spricht man mal drüber und dann passt jeder seinen Plan selber an. Klar gibt es auch Dinge, wo man nicht diskutieren kann, dann ist es gescheiter, es verschiebt gleich meine Planung, weil man eh nicht aus kann, ja, stimmt. Aber wenn es projektübergreifend ist, dann ist es trotzdem eine Frage der Information und eine Frage der Steuerung, die ich mir nicht aus der Hand nehmen wollte, egal wie dringend es eigentlich ist. So, Project Server hat dazu auch eine Abhilfe geschaffen. Es gibt Deliverables oder Liefergegenstände schon seit der Version 2010. Das sind weiche Verbindungen zwischen beliebigen Projekten. Also ich muss dazu nicht ein Hauptprojekt öffnen, wo beide Projekte, die ich verknüpfen möchte, drinnen sind, sondern ich kann ein x-beliebiges Projekt hernehmen und dort entsprechend Meilensteine veröffentlichen oder auch andere Termininformationen aus Vorgängen und kann aus einem anderen Projekt diese veröffentlichten Dinge wieder konsumieren. Dazu müssen alle Projekte trotzdem auf demselben Server sein und ich kann außer Terminen nichts weiter übertragen. Aber es geht immerhin, dass ich hier eben ein Deliverable definiere. Das heißt, es ist ein Befehl, mit dem dann dieses Symbol erscheint. Hier hinten sieht man es in den Meilenstein. Ich habe noch nichts verschoben. Das liegt genau dahinter. Aber prinzipiell ist es so, dass dieser Meilenstein jetzt veröffentlicht ist. Und aus einem anderen Projekt kann ich mir diesen Meilenstein jetzt wieder reinziehen, indem ich hier eben eine Abhängigkeit definiere. Das heißt, ich hole mir hier aus der SharePoint-Liste dieses Projektes, wo die veröffentlichten Liefergegenstände drin sind, das raus, was ich gerne hätte, und kriege eben hier hinten eine optische Information darüber, wo denn dieser externe Termin liegt. Verschieben tut sich damit aber nichts. Das heißt, das ist ein optischer Indikator, der meinen Plan nicht verändert, und ich muss jetzt selbst dafür sorgen, dass ich meinen Plan in diese Richtung treibe. An dieser Stelle ist es vielleicht ja, wichtig oder nicht wichtig, schön, dass ich vor dem Meilenstein liege. Vielleicht ist es aber so, dass ich mit diesem Vorgang F gar nicht beginnen kann inhaltlich, weil das da oben nicht fertig ist. Also ja, ich muss selbst dafür sorgen, dass der entsprechend verschoben wird. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir haben jetzt zwei Varianten kennengelernt, was Project kann. Und damit kommt man an sich ganz, ganz gut hin, sofern es nicht zu komplex wird. Und auf der anderen Seite, seien Sie bitte vorsichtig mit der automatischen Verknüpfung, die wir vorhin gesehen haben, also mit den Ende-Anfangsbeziehungen projektübergreifend. Wir kennen Situationen, die dann bei Hunderten von solchen Verknüpfungen in Performance- und Stabilitätsprobleme laufen. Also das kann man für ein paar Verknüpfungen machen, aber bitte ja, denken Sie dran, nicht zu viele davon zu tun. So. Wir haben aber jetzt noch eine andere Geschichte. Ich hätte nämlich ganz gerne in einem Programm, was sehr strukturiert aufgebaut ist, zum einen natürlich die Geschichte, dass ich, wie vorhin schon auch, Kopien aus meiner Vorgänge oder auch solche extra Meilensteine mit reinbringe, aber ich möchte auch noch weitere Informationen haben, wie vielleicht eine Statusinformation von Ampeln, oder ich möchte wissen, wer verantwortlich ist für den Meilenstein, oder ich möchte Texte dazu haben oder die Notizen von dem Meilenstein oder von dem Vorgang. Also einfach jegliches Feld, das mir Project anbietet, könnte ja wert sein, es von einem Projekt ins andere zu übertragen, weil der Abhängige wissen möchte, wie es um diesen verknüpften Termin denn steht oder welche Zusatzinformationen für den entsprechend wertvoll sein können. Das heißt, wir können jegliches Feld mit Project Link verknüpfen. Das ist also nichts anderes als eine Ergänzung zu Project Professional und Project Server, wo wir aus einem Projekt heraus einen Vorgang wählen und über ein vordefiniertes Mapping, das man für jeden Kunden in x-beliebiger Variante anpassen kann, wo wir einfach bestimmte Felder aus den Quellprojekten in die Zielprojekte rüberbringen. Klar, zu 90% sind es Termine, aber die anderen 10% machen das Salz in der Suppe. Ich will halt wissen, wer ist der Verantwortliche oder welcher Standort ist es oder ja, vielleicht auch welche Kosten, wer weiß, oder welche Notizen und so weiter. Das ist mal das eine, also wir können diese Verknüpfung, die Project aus dem Standard bietet, anreichern mit mehr Informationen, und jetzt kommt das, was für die Programme und die Vielzahl der Meilensteine, die es zu koordinieren gibt, eine sehr wertvolle Unterstützung ist, nämlich ein sogenannter, ein Roll-up nennen wir das, oder eine Bottom-up-Zusammenfassung. Das heißt, wir holen uns alle Meilensteine, die wir holen wollen, weil sie entsprechend markiert sind, innerhalb eines Programmes aus allen zugehörigen Projekten raus und erzeugen hiermit auf Knopfdruck eine Übersicht über alle Meilensteine dieses Programms. Damit habe ich eine ganze Menge Arbeit mir erspart. Wenn ich das nämlich mit den Standardfunktionalitäten machen wollte, müsste ich alle Projekte gleichzeitig aufmachen und filtern. Das dauert ewig und stört die anderen beim Arbeiten. Oder ich müsste Deliverables manuell zusammenklicken. Es gibt aber auch da eine ganze Menge Arbeit natürlich, die da zu tun ist. Und hier muss ich nur eine Abfrage definieren und kriege das automatisch präsentiert. Egal ob das 10 oder 100 Meilensteine sind oder auch mehr. Da können wir beliebig komplexe Abfragen gestalten und auf Knopfdruck eben diese Übersichten kriegen.
So, und auf der anderen Seite möchte ich aber top-down wieder zurückkommen. Wir haben ja gesagt, der Programmleiter hat ein Wörtchen mitzureden. Das heißt, wenn wir den ersten Schritt getan haben, dass wir die Dinge eingesammelt haben, dann sagen wir jetzt hier oben einfach mal, dass wir eine Verschiebung unseres Meilensteins auf der Programmebene machen, der in dem abhängigen Projekt dafür sorgt, dass man hier an dieser Stelle sieht, okay, der ist früher dran, also gibt es eine grüne Verbindung hier dazwischen. Das heißt, der schwarze kann noch verschoben werden bis zu dieser Vorgabe. Ist derzeit eben im grünen Bereich im wahrsten Sinne des Wortes. Der Terminplan ist gut. Oder aber, was ja häufiger der Fall ist, man setzt Termine, die noch früher sind, als sie eh schon waren, und dementsprechend gibt es hier eine rote Verbindung. Das heißt, dieser Meilenstein ist nicht mehr im grünen Bereich, sondern im roten Bereich. Er ist derzeit zu spät. Die Vorgabe ist früher und meine Planung derzeit später. Das Ganze kann man dann noch verstärken, indem man das über die Zeit überwacht und eine Terminkontrolle mit der Meilenstein-Trendanalyse macht. Gerade bei Programmmanagement eine wirklich wichtige Sache, weil die Projekte in der Regel sehr strukturiert aufgebaut sind und die Meilenstein-Trendanalyse damit auch sehr übersichtlich wird, weil man sich halt mit seinen immer wieder gleichen 10 Meilensteinen auseinandersetzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Meilenstein von Monat zu Monat tracke, wann er denn liegt und der hier eben mit einer steigenden Kurve leider Gottes in die Zukunft verschoben wurde, dann muss das noch nicht unbedingt schlecht sein. Es ist erst dann schlecht, wenn er die Vorgabe überschreitet. Ja, es kann ja sein, dass wir Verschiebungen haben, die wir genehmigterweise weiter übernehmen. Das heißt, nicht jede Verschiebung ist schlecht. Schlecht wird es an dieser Stelle erst dann, wenn wir hier die Vorgabe überschreiten, und dann haben wir ein Problem. Aber wir haben über die Zeit verfolgt. Ja, es hat sich was verschoben, aber es war immer okay bis zu diesem Zeitpunkt, wo es dann leider doch zu viel war. Das heißt, die Information dafür kann einerseits eben aus den Meilensteinen des Unterprojektkommens und auf der anderen Seite aus dem Meilenstein des Rahmenterminplans. Die zwei zusammen ergeben dann die wesentliche Steuerungsinformation. So, jetzt haben wir noch zwei weitere Folien, weil es ja unten drunter noch weitergeht. Wir haben auf der einen Seite ja nicht nur die Koordination vom Rahmenterminplan zum Einzelprojekt, wir haben ja auch die Einzelprojekte, die Arbeitspakete haben und dann vielleicht noch weiter nach unten verfeinert werden müssen. Auch das kann man machen. Das heißt, Sie können jetzt hier entsprechend von einem Vorgang hier oben ein Unterprojekt ableiten, und dieses Unterprojekt wird dann entsprechend mit Ressourcen und Details verplant, und man kann auch hier vergleichen, wo hätte ich denn landen sollen. Das ist der orange Balken hier. Aufgrund meiner derzeit detaillierten Planung lande ich aber leider Gottes etwas später. Das heißt, ich habe hier oben einen Verzug, den ich sehen kann. Das mache ich mit meinen anderen Arbeitspaketen genauso, und andere Leute für andere Teilprojekte genauso. Das heißt, ich habe hier eine sehr komfortable Möglichkeit, nicht nur Meilensteine, sondern natürlich auch Arbeitspakete und deren Details in übergreifende Szenarien zu überführen. Und der letzte Punkt dabei ist, stellen Sie sich vor, Sie haben im Prinzip das gleiche Szenario, nur es handelt sich darunter nicht um einen Teil Ihres Projektes, der ja von Ihrem Arbeitspaketverantwortlichen gemacht wird, sondern es geht darum, dass Sie eine Lieferbeziehung mit einem, ja, mit einer internen Gruppierung und mit dem Team, mit einer Abteilung haben, wo immer wieder dieselben Anfragen durchlaufen. Also sagen wir mal, das hier oben ist vielleicht eine Waschmaschine, die wir bauen wollen. Dann haben wir ein Gehäuse, das wir brauchen. Wir haben Elektrotechnik für den Antrieb. Wir haben eine Trommel, die wir brauchen. Wir haben eine Steuerung, die wir brauchen. Und wir haben hinterher eine Produktionsvorbereitung. Mal ganz plakativ gesprochen, dann ist es ja so, dass eben ein Team da ist, das in der Regel sich mit Gehäusen halt auskennt. Das sind wir aber nicht das einzige Projekt, das hier durchläuft. Das heißt, von meiner Waschmaschine möchte ich von manchen Leuten ein Gehäuse bekommen, und andere Projektleiter, also gleiches Szenario, aber eben jetzt diesmal anderes Projekt, genauso. Und das ist ein Szenario, das können Sie mit Standardbordmitteln eben nicht mehr abbilden, weil Sie dann für jedes Teil, das Sie hier hätten, ein extra Subprojekt im Projekt bräuchten. Mit ProjectLink genießen unsere Kunden das sehr, dass der Teamleiter hier eben nur ein Projekt hat, und durch dieses eine Projekt gehen eben alle Anfragen aus den verschiedenen tatsächlichen Entwicklungsvorhaben durch. Also er muss sich nicht mit vielen Dateien oder Projekten rumschlagen, sondern er hat dementsprechend eins, wo sein ganzes Team drinnen ist und wo entsprechend alles auf einem Bildschirm sehr einfach gemanagt werden kann. So, der Kollege macht es genauso, und dementsprechend haben wir hier die Möglichkeit, von der Rahmenterminplanung ganz oben über Subprojekte bis hin zur Arbeitspaketverwaltung über drei oder auch mehr Ebenen hinweg eine Verbindung zu schaffen oder eben viele Verbindungen zu schaffen, wo jeder in seiner Hoheit Terminplanung macht, wo jeder weiß, wohin müsste, Differenzen erkennt und darauf entsprechend reagieren kann. Ich schiebe jetzt einfach mal alle meine Meilensteine, die aus bestimmten Programmen rauskommen, zu einem Programmterminplan eben zusammen. Das heißt, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Projekt ABC gehören zum Produkt
A, das heißt, ich habe hier drei Projekte, die in ein Programm laufen, die nächsten drei Projekte, die in ein Programm laufen und so weiter. Und das wollen wir jetzt einfach mal anschauen. Das Projekt ist jeweils so aufgebaut, wie Sie es gerade gesehen haben. Da gibt es ein paar Meilensteine für die Fertigstellung von Komponenten und ich hätte ganz gerne eine Übersicht über die Meilensteine von allen Komponenten aus diesem Programm. So, das haben wir wie gesagt vorbereitet. Da gibt es ein Programm fürs Produkt 1, das ich aufmache. Da ist nichts anderes drinnen, als dass das Programm als solches benannt ist. Das heißt hier unter Projekt, Project Information, habe ich gesagt, hier ist ein Programm drinnen. Das heißt im Product 1 und die Projekte A, B, C haben dieselbe Information. Dementsprechend können wir die in der Datenbank identifizieren. Und jetzt gehen wir einfach hin und sagen mit Project Link, dass wir hier eine bestimmte Verknüpfung uns rausziehen wollen. Das heißt, das Ding heißt Milestone Rollup. Kann man sich in der Preview anschauen, was das alles bedeutet. Also hier alle Projekte, deren Programm dem unseren entspricht. Das ist schön und ich sage mal, okay, und hier ist der Spaß. Das heißt, ich habe jetzt eine Abfrage über alle diese Meilensteine bekommen. Und zwar sehen Sie immer zwei Symbole. Das eine Symbol ist die mein Meilenstein, den ich als Steuerer in der Hand habe und der orange Meilenstein dahinter, den wir gleich mal sehen werden, weil ich nämlich hier frecherweise sage, dass mir das zu spät ist. Ich hätte diesen Meilenstein ganz gerne früher. Den werden wir jetzt entsprechend in unserem Projekt A wiederfinden, weil wir hier eben sagen, dass das so nicht passt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal alle eingesammelt, bottom-up. Ich muss das natürlich entsprechend veröffentlichen. Habe auch gleich meine Meinung dazu noch reingebracht, dass der Termin so nicht bleiben kann. Ich kann das Projekt auch zumachen, wenn es soweit ist. Da unten steht noch Publish ist nicht durch. Das wird aber gleich der Fall sein. Und sobald es durch ist, können wir die Abfrage in dem Projekt A oder auch B entsprechend machen. Na komm. Tja, er lässt mich ein bisschen warten, na endlich, von 0 auf 100, wie so oft, können wir zumachen, einchecken können wir es auch von mir aus und jetzt machen wir nochmal unser Projekt A auf, das war das hier, das hatten wir vorher schon mit SAP verbunden, stört mich aber nicht, diesmal will ich eine Terminsteuerung machen damit, wechsle hier für die Ansicht und zwar heißt das Ding Cross-Project Links. Und zwar habe ich hier hinten eine automatische Ansage drinnen, die heißt, hol mir bitte aus dem Programm oben drüber mich selbst quasi, also quasi den Backlink von den jeweiligen Meilensteinen wieder raus. Also der da und die anderen zwei haben wir ja in diese Übersicht reingegeben und sollten dort entsprechende Vorgaben drinnen sein für uns, wollen wir die entsprechend jetzt wieder zurückhaben. Und das muss ich nicht mühevoll selber zusammenklicken, sondern ich hole mir das einfach mit einem Befehl zurück. Das heißt, es gibt hier so etwas wie Population Rules, das heißt also, man sieht automatisch, wo so ein Automatismus drinnen ist. Die hat auch alle gefunden, das ist wunderbar. Jetzt können wir auch die Links erzeugen und werden gleich sehen, dass wir hier ein Problem haben. Genau, das heißt, wir haben hier orange Punkte, wo das noch übereinander liegt. Das heißt, mein Meilenstein und der Steuerungsmeilenstein ist noch derselbe. Hier habe ich leider einen roten Eintrag bekommen, weil aus dem Steuerungsprogramm oder Projekt oben entsprechend eine andere Vorgabe da ist. Das heißt, ich müsste jetzt als Projektleiter versuchen, meinen Termin zu halten, indem ich hier vorne etwas Zeit spare. Ja, vielleicht schaffe ich es auch teilweise, vielleicht schaffe ich es nicht, dann müsste ich halt über diesen Zeitraum jetzt verhandeln. Aber schauen Sie bei den anderen, es ist grün geworden, die sind jetzt netterweise früher und vielleicht muss ich da oben, weil ich ein bisschen schlechteres Konzept gemacht habe, unten in der Spezifikation nacharbeiten, kann ja sein. Dann wird es sich vielleicht wieder ausgleichen und dummerweise ist es doch so gewesen, dass in der Spezifikation dann von der zweiten Komponente uns das schlechte Konzept einholt. Tja, dann müssen wir so einen Stand melden. Können wir jetzt wieder veröffentlichen, wir können den Kreislauf durchspielen, aber das ist im Wesentlichen das, worauf es ankommt, dass wir hier entsprechend rauf und runter kommunizieren, ohne dass wir großartig Verknüpfungen herstellen müssen, indem wir viel klicken, sondern wir bauen eine Struktur. Wie gesagt, in der Produktentwicklung sehr schön, weil sich die Sachen wiederholen, da kann man das alles wirklich gut leben und lassen die dann automatisch per Knopfdruck aktualisieren. So, jetzt habe ich einen letzten Hinweis noch. Wenn Sie nämlich das Ganze machen wollen und externe Leute mit anbinden wollen, dann ein wichtiger Hinweis, Sie hätten den Project Server ja normalerweise in Ihrem Unternehmen stehen und Ihre externen Partner bräuchten einen Zugang in Ihr Unternehmen hinein. Das ist heutzutage, wo es um Sicherheit geht,
meistens eine große Hürde. Das heißt, externe Teilnehmer ins eigene Netzwerk zu lassen, klar, die Technik schreitet voran, es ist schon möglich, aber die Kunden, die wir kennen, sind auch sehr heikel, vielleicht auch Rüstungskunden und so weiter, da geht es dann gleich gar nicht. Also je nachdem, in welcher Branche sie unterwegs sind, ist das einfach oder weniger einfach. Aber egal wie es ist, sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, neuerdings, oder eigentlich schon seit einer Weile, nur neuerdings mit neuen Preisen. Microsoft hat die Preise deutlich gesenkt, muss man sagen. Wir können einen Server in der Microsoft Cloud nutzen, und zwar in der deutschen Microsoft Cloud. Auch das ist eine wesentliche Neuerung. Viele Unternehmen haben gesagt, ja, Cloud ist schön, aber die Daten müssten in Deutschland sein. Das gibt es seit Anfang dieses Jahres. Das heißt, Sie können Project Online von Microsoft nutzen und die Daten bleiben in Deutschland. Also Sie können damit Ihren internen Regeln Genüge tun. Und ja, wir treffen uns quasi draußen und müssen nicht zwischen unseren Unternehmen mit den externen Partnern eine Verbindung herstellen. Das heißt, diese ganzen Security-Themen, die wir sonst hätten, haben sich damit erledigt. Wir treffen uns sozusagen einfach draußen. Natürlich sind hybride Szenarien denkbar. Sie haben Ihren eigenen Project-Server intern und für externe Anbindungen haben Sie halt noch einen Teil in der Cloud. Auch das ist denkbar. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass Sie damit keinen externen Zugang in Ihr Netzwerk brauchen und auch ganz wichtig, die Lizenzkosten für Ihre externen Partner sind sehr flexibel, weil Microsoft monatlich abrechnet und dementsprechend ja, muss man halt keine Investition tätigen, um vielleicht Project Server und alle möglichen Dinge anzuschaffen, sondern man kann das einfach mieten. Und wenn das Programm vorbei ist, kann man einfach aufhören zu zahlen, sich die Daten nehmen und was anderes machen.